Recht herzlich willkommen zur 140. Folge von Towns. Ja, ich habe mal nachgezählt. Wir haben 102 Plätze frei. Und da können wir dann noch reichlich reinlassen hier, wie man sieht. Haben da noch ein Pläschen Platz. Jetzt ist gerade ein Händler gekommen, der mich total aus dem Konzept gebracht hat. Aber naja, okay. Ja, wir haben also genug Platz. 102 hier, da sind auch noch genug Plätze frei. Ja, hier unten sind auch Plätze frei. Ja, das war ja das Problem, das der Michael angesprochen hatte, dass hier irgendwo Särge noch mittendrin stehen, aber ich glaube, die kriegen wir auch nie wieder weg. Die sind da einfach mal gedroppt, weil, keine Ahnung, die den Weg nicht dahin gefunden haben oder so. Und ja, dann bleiben die liegen, ne? Das ist ein bisschen doof, aber ist so. Man könnte jetzt noch überlegen, warte, wir müssen hier mal weiter laufen lassen, ne? Der Händler ist noch nicht, doch, der ist jetzt da, alles klar. Ja, komm, Bett nehmen wir mit. Was ist das denn hier? Ach, ein Gartentor. Ich guck mal gerade durch, ob es was ist, was ich sagen würde. Okay, einen Schrank können wir auch gebrauchen. Lichter brauchen wir auch. Schrank war nur einer, naja. Die brauchen wir, die nehmen wir auch beide mit. Harfe ist auch ganz lustig. Das wollen wir ja sowieso alles hinstellen, wenn... Wie funktioniert ein Grave? Steinstatue. Ist jetzt hier nicht. Da geht auch ein Tomb. Okay. Gut, das haben wir. 3798 kostet uns der Spaß. Und das hier will er haben. So, da ist er schon glücklich in der Hinsicht. Da unten geht schon der Wechsel. Gehen wir mal runter. Da kriegst du auch noch 10 davon. Warte mal, dann gehen wir mal hoch. So, dann kriegen wir Geld auch noch dazu, glaube ich, ne? Noch was? Gute Frage, ne? Komm, da gehen nochmal 10. Und tauschen. So, haben die was zu betun? Läuft. So, okay. Ja, 102 Zimmer frei. Ja, einige müssten erstmal noch eingerichtet werden, wie man sieht. Sollten wir vielleicht gerade mal machen. Hier fehlen nämlich total Betten und sowas. Möbel. Lass mal gerade das Prinzip gucken. Schrank in die Ecke, Bett. Gut, dann machen wir das mal gerade. Schrank ist falsch ausgerichtet. Müssen wir dann drehen. Die drei da. Und auf der anderen Seite auch. So, Schrank haben wir. Dann brauchen wir ein Bett. Das ist da oben. Das kommt daneben. Oh, hier sind zwei Dingens runtergedroppt. Unlock. Unlock. Jetzt habe ich hoffentlich nicht die Decke unlockt, ne? Das könnte auch noch sein, oder? Ja, müssen wir mal gucken, was sie da machen oder nicht machen. Andersrum ausrichten. Und dann ist hier erstmal alles raus. Als nächstes brauchen wir dann noch Deko. Eine Kerze kriegen sie hier hin. Da geht jetzt gerade keine hin, weil da der Dingens ist. Der Klotz. Die Deko haben wir. Dann haben wir hier noch eine Kiste, die müssen wir aber passend drehen. Okay, die ist jetzt für die Seite gedreht. Wie rum kommt's, so rum kommt's. Bedeutet da eine Kiste und dort eine. Einmal andersrum, da, da und dort. Dann haben wir noch eine Blume, die kommt auf der anderen Ecke. Da, ja, können wir auch eine Blume hinstellen, ne? Ist gar kein Ding. Bisschen schöner, ne? Warum sind da in dem Zimmer so viele? Da oben haben wir was vergessen, ne? Die Kiste.
Dann sollte das funktionieren erstmal. Hier die beiden Blöcke, weiß ich nicht. Die werden nur irgendwann da wo wegkommen, ne? Wenn es denn dann passt. Ich stelle da erstmal eine Kerze rein, die da auch neben steht, aber egal. Damit wir da Licht haben. Hier können wir auch eine Kerze hinstellen, fällt mir so auf. Und da stellen wir zwei hin. Und da kann auch eine hin. Hier rechts fehlt noch Mauer. Ja, sieht so aus. So, die Zimmer sind bezugsfertig. Hier hinten ist dem auch so. Da fehlt aber wohl irgendwie das Material, dass es vorangeht. Also die beiden Steine sind jetzt wegzunehmen, ne? Ja. Vielleicht macht sie irgendwann einer. Da ist erstmal gut. Und hier sind wir auch schon fortgeschritten. Ja, hier müssten wir dann noch weiter zubauen, ne? So. Außenwand geht. Ist nicht ein Fenster dran, ne? Auch doof. Hier haben wir welche reingemacht noch. Und da keine. Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir das dann mal machen, ne? Oder? So, ein höher wäre die untere Steinreihe, das wäre die obere Steinreihe, oder? Wenn ich jetzt hier einen Unlock mache, dann werden die doch da wahrscheinlich auch weggeholt, oder? So, holen die Steine oder holen sie sie nicht, ist die Frage, ne? Vielleicht können die auch nicht holen, das weiß ich nicht. Da müssen wir dann testen. Da geht kein Fenster. Das können wir da über dem Bett machen. So, jetzt müsste man nur gucken, ob sie geholt werden oder nicht. Das ist ja die untere Ebene. Das ist also der untere Stein. Das ist der obere Stein. Und da muss dann ein Fenster rein. Eigentlich müssten die wegnehmen können, ne? Schwere Frage. Hier oben werden sie ja gebraucht, ne? Aber wahrscheinlich bauen die lieber neue, ne? Sieht so aus, auf jeden Fall. Jetzt läuft da gleich einer, siehst du, läuft einer mit weg. Ja, hier steht schon einer auf jeden Fall in der Lücke drin, ne? Das würde bedeuten, wir müssen mal gerade checken, ob das ein Problem ist, weil da kein Zugang wäre, ne? Ich mach das mal so. Gucken, ob da einer kommt. Aber erstmal muss der da hin. Da oben kommt einer, hat er das passende bei? Sieht man nicht. Nö, der geht nur schlafen wahrscheinlich. Ja, kommt gerade keiner mit dem Gerüst. Der geht auch pennen wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. Ja. Haben wir es da erst. Ach so, hier unten haben wir noch was mit den Kerzen. Und das ist mir dann nachher noch aufgefallen, dass die Kerzen da doch auch an der falschen Stelle sind, ne? Die sind an der richtigen Stelle ein weiter tiefer, sozusagen. Tiefer ist jetzt relativ, ne? Also hier wird sie besser sitzen. Unlock. Das ist die beste Position. So. Unlock. Close. Ging da so? Ja.
So. Muss nur wer machen? Ist gerade keiner da, oder was? Bisschen schneller laufen lassen geht vielleicht auch, ne? Die muss auch noch ein tiefer. Und da machen wir einen Unlock raus. Da ist eine neue Kerze gekommen. Hier passt es aber auch nicht, oder? Ja, da passt auch was nicht. Das ist alles verschoben. Hier ist irgendwie was ganz quer gelaufen. Ich würde sagen, wir machen nochmal Kerze auswählen. Und dann dahin, ne? Hier ist richtig. Nochmal. Da ist richtig. Dann mach das hier nochmal ganz schnell weg. Dann setzen wir sie jetzt mal zu dieser hier unten richtig hin, ne? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dahin. 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 Und dahin. Dann kann die da weg. Die anloggen. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt. Hier ist auch irgendwie was faul. Glaube ich jedenfalls, ne? Wo läuft er hier hin? Ach, der hat gerade eine Kuh gefüttert. Alles klar. Die passt jetzt, ne? Aber wenn du guckst, passt sie dann doch wieder nicht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da steht auch eine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da steht auch eine. Die beiden sind richtig, ne? Dann ist die auch noch richtig. Passt. Hier ist es dann verkehrt, ne? Hier muss eine hin. Aber wo ist die? Ah, die steht ein zu hoch. Die machen wir einen Unlock raus. Die wurde jetzt verstellt, aber... Ja, da bauen sie neue oder sowas. Nee, oder haben von hier die genommen? Die ist von hier genommen worden, glaube ich jetzt. Jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Da muss die hin. So, das ist jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, dahin. Die weg. So, das passt hier schon mal dann. Die ist da auch falsch. Ja. Ist die Frage, wie weit das hier alles richtig ist. Hier ist auch ein Fehler drin, ne? Hm, passt, oder? Da muss eine hin. Kannst du die anloggen? Ja, die ist jetzt richtig, die ist verkehrt. Wenn die wegkommt, passt das da. Naja. Vielleicht wird das auch mal gemacht. Ich weiß es nicht, warum sie jetzt hier zum Beispiel diese Kerze ist, so einfach umzustellen, genauso wie die da, ne? Macht aber keiner. Sind wahrscheinlich voll beschäftigt, ne?
So. Unlock. Unlock. Ich glaube, das ist jetzt richtig. Hier ist auch was falsch. Diese da ist falsch. Da ist richtig. So, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die ist nämlich jetzt auch richtig. Da ist auch falsch. Die sehe ich auf jeden Fall. Die kommt da hin. Ich dachte, das wird gerade gemacht, aber ist nicht so. Gut. So, wenn die richtig sind. Dann ist die da verkehrt. Ja, jetzt hat er woanders eine genommen. Die ist richtig. 3, 3, 1, 2, 3. Ah, dieser Stall hier, der ist dann auch falsch, ne? Kann man nicht dahinstellen, ne? Ne. Die Farm muss also verschoben werden. Destroy Cow Farm, fertig. 3, 1, 2, 3. Das bedeutet auch, unlock diesen Zaun. Bauen wir gerade die Farm woanders hin. Wo sie dann auch hin kann. Und zwar hier. Die will da rein. Die macht das Tor kaputt, habt ihr gesehen? So. Unlock. 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 So, da müssen wir mal gerade den Zaun dann bauen. Ist der hier unter Wände und Holz? Ich glaube ja, ne? Die sind das, oder? So, die bauen das um. Jetzt haben wir gleich wahrscheinlich welche über, weil wir schon nachproduziert welche haben. So, Tür, Open Door, Unlock. Dann die Tür noch her. Die war bei Furniture, ne? Ja. Und das ist diese Tür. Mach sie dahin. So, dann gucken. Die Tür ist umgesetzt worden. Ja, aber der Rest wird wieder nicht umgesetzt. Auch schön. Ja, ist neu produziert, wie gesagt. Auch nicht schlimm. So, Kerzen umstellen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahin, ne? Da kämen die auch hin. Ja, jetzt kommen wir irgendwie mit dem anderen natürlich total durcheinander. Aber hier ist es momentan halt richtig, oder? Ja, die müssen ins Mauerwerk. Das ist das Problem. So, irgendwas ist gerade passiert. Gucken wir mal rein. Ein Angriff im Erdgeschoss. Und 4 Spinnen. Das werden wir wohl überleben. Gut, aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Das Kerzendrama machen wir dann in der nächsten Folge vielleicht noch weiter. Und schauen, dass wir das richtig hinkriegen. Gut, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.